Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einem neuen Zockbox Unboxing Video. Ich habe ja schon so einige in dieser Reihe gemacht und die schon die anderen Videos gesehen haben, die wissen es schon, aber für alle anderen sage ich es nochmal kurz. Ich habe diese Boxen umsonst bekommen mit der Bitte, ein Video über das Unboxing zu machen. Es sind allerdings keine weiteren Bedingungen oder sowas gestellt werden. Ich kann hier meine komplett freie Meinung zum Glück äußern, sonst hätte ich das auch gar nicht angenommen. Im letzten Video habe ich allerdings vergessen, eure Fragen weiterzuleiten und zu beantworten. Also kurz für die, die es zum ersten Mal schauen. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren Fragen stellen, die ich an die beiden Inhaber mal weiterleite und dann euch im nächsten Video dann beantworte. Ich habe die mir hier schön auf den Spickzettel notiert und die erste Sache, die Frage hat zwar keiner gestellt, aber es ist mir selber aufgefallen und zwar wird die Zockbox jetzt mit DHL verschickt und nicht mehr mit Hermes. Das mag ja für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen relevant sein. Ich habe in letzter Zeit Glück mit meinen Hermes-Fahrer, aber das kann ja schon mal hier und da zu Problemen geben. Ich habe auch nachgefragt, soll es auch dauerhaft sein? Die zweite Frage geht dahingehend, dass es ja eine für jeden Käufer eine bestimmte Datenbank gibt, wo halt notiert wird, was für Spiele ihr bekommen habt und dass ihr keine Spiele doppelt bekommt, logischerweise. Und es gibt ja verschiedene Paketoptionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer jetzt das Paket mit 3 Spielen genommen habe und jetzt das upgraden möchte auf 5 Spiele, da war die Frage, ob diese Datenbank bestehen bleibt oder ob ich dann wieder die Gefahr habe, Doppelte zu bekommen. Klare Antwort, nein. Diese Datenbank ist ja paketunabhängig, nur nutzerabhängig und daher solltet ihr da auf der sicheren Seite sein. Dann die nächste Frage ist, und zwar, wenn ich jetzt diese Zockbox, keine Ahnung, 5 Jahre abonniert habe und wir haben ja immer schon wieder gesagt, die richtig teuren Spiele werden hier logischerweise nicht drin sein. Ne? Was ist, wenn ich jetzt alle billigen Spiele abgegrast habe, bekomme ich dann irgendwann gar nichts mehr? Da ist die Antwort natürlich so ein bisschen, ja, das dürfte etwas dauern. Also der Fall ist bisher noch nicht vorgekommen, aber im Prinzip haben sie geschrieben, die kaufen halt größere Sammlungen auf, wo sie dann halt die Spiele rausnehmen für die Pakete. Und da haben sie natürlich jetzt immer sich so einen festen Wert gesetzt. Ne? So ein Spiel darf maximal so und so viel kosten durchschnittlich. Und danach gehen die halt. Ne? Also da gehen es nicht irgendwie von wegen, okay, für das einzelne Spiel, da kommen jetzt immer die günstigen rein, sondern die Masse. Das heißt, es kann auch mal ein etwas wertigeres Spiel drin sein, muss jetzt aber nicht. Und dann die letzte Frage war, ob man auch bestimmte Genres irgendwie auswählen kann. Also über die Webseite geht das nicht. Ob vielleicht die Frage ging dahingehend, ob das vielleicht irgendwie so auf inoffiziellen Wege geht oder sowas. Auch da ist die Antwort leider nein. Weil das wäre einfach viel zu viel Aufwand. Sie bemühen sich aber immer so möglichst gute Genre-Mix irgendwie reinzulegen, dass man jetzt nicht immer, keine Ahnung, 5 Monate Sportspiele bekommt oder sowas. Von daher geht das leider nicht. Ich hoffe, ich habe bis diesmal keine Frage vergessen. Da bin ich ja schon mal etwas verpeilt. Und wie gesagt, wenn ihr auch Fragen habt, ich leite die gerne weiter und beantworte die im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, ich habe die hier schon aufgeschnitten. Ne, wie immer schön verpackt. Und dann greife ich mal rein. Das ist Packpapier. Weg damit. So, und noch mehr Packpapier. Und jetzt kommen wir zu den Spielen. Das fühlt sich wie das Super Nintendo-Spiel an. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Oh, sehr cool. Stunt Racer FX. Ich sehe gerade, ja, Modul sieht wieder mal spitzenmäßig aus. Blende ich natürlich ein für euch. Stunt Racer FX, das ist sogar noch gar nicht in meiner Sammlung. Habe ich aber als Kind gehabt und so ein bisschen eine Hassliebe gehabt. Aber diese FX-Chip-Spiele, ich persönlich bin mit denen nie so super warm geworden. Also hier auch Star Fox und sowas, das ist bei mir alles irgendwie vorbeigegangen. Und dieses 3D mit der niedrigen Frames per Second Anzahl, also damals wusste ich den Begriff noch nicht, aber ich habe schon gemerkt, das läuft jetzt nicht so super flüssig, war nie so was für mich. Und ich habe immer gesagt, hey, gib mir doch geile Pixel-Optik, die dann wirklich tipptopp aussieht, anstatt dieser 3D-Mist. Stunt Race FX hatte ich aber als Kind. Das ist im Prinzip ein Rennspiel. Ihr habt verschiedene Autos. Ich glaube, es gibt einen Jeep. Ich habe das gar nicht mehr so hundertprozentig auf dem Radar. Jeep, einen Sportwagen und so ein Mittelding gab es da, glaube ich, irgendwie. Und dann müsst ihr halt Rennen fahren und ne, Strecken fahren und so weiter. Habe ich als Kind ja ganz gerne gespielt, aber kam für mich jetzt nie an Mario Kart dran. Aber schön ist jetzt mal wieder in so einem super Zustand zu haben. Also das ist schon mal nicht verkehrt. Das kleine Paket wird das Gameboy-Spiel sein. Dann bin ich ja mal gespannt,
ob ich irgendwo mal nicht nur ein Upgrade bekomme, sondern wirklich mal ein Spiel, was ich noch nicht habe. Das habe ich leider schon, aber auch hier ist der Zustand gut. Das ist Hook für den Game Boy, ne? Logischerweise die Software-Umsetzung von dem Kinofilm, die Peter Pan-Umsetzung, Verfilmung quasi, der ist von Ocean. Ich habe das Spiel, glaube ich, schon lebig her getestet, vor 2 oder 3 Jahren. Das Spiel ist okay, ist halt so ein typischer Lizenzplattformer, der für mich jetzt aber relativ so lieblos vorkam und teilweise auch so ein bisschen frustrierend. Das Spiel hätte meiner Meinung nach auf jeden Fall noch wesentlich mehr Feinschliff irgendwie gebraucht. Aber es ist jetzt schön, das auch hier zu haben, ist auch die deutsche Version. Ob das jetzt ein Label-Upgrade für mich jetzt wäre oder nicht, das muss ich mal mir gleich raushauen. Das weiß ich aus dem Kopf gerade gar nicht. Aber auch hier ist der Zustand mal wieder super. Übrigens, super Zustand. Ich habe jetzt letztens gestreamt und da waren auch ein paar dabei, die auch die Zockbox ja abonniert haben. Und die haben mir das so grundsätzlich bis auf Ausnahmen bestätigt, dass bei denen jetzt auch die Zustände ganz gut waren. Da war einer dabei, der hat Wii-Spiele zum Beispiel. Er meinte ja gut, man sieht natürlich Gebrauchsspuren auf der CD oder DVD, aber ist zu erwarten. Also es scheint so grundsätzlich okay zu sein. Einer hatte, glaube ich, ein Super Nintendo-Spiel, NBA Live, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo wohl das Label ein bisschen scheiße aussah und das Modul an sich so ein bisschen, ich sag mal, versüfft. Ne? Ich kenne diese Zustände alle, aber im Regelfall haben sie mir auch alle gesagt, diese Zustände sind auf jeden Fall repräsentativ. Wie gesagt, wenn ihr diese Box auch abonniert habt, würde mich freuen, wenn ihr das auch in die Kommentare reinholt. So, und dann haben wir hier noch ein Super Nintendo Spiel. Diesmal kein Game Gear Spiel dabei. Und zwar Super Party. Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Aber auch hier Zustand wieder sehr geil. Dann blende ich natürlich jetzt gleich Spielszenen ein. Das sieht so vom Cover her, ich versuche es gerade hier vom Cover her zu schließen, was es ist. Irgendein Plattformer-Rennspiel sieht sehr europäisch vom Design aus, sage ich mal. So ein bisschen so eine Art Amiga-Umsetzung oder irgendwie sowas würde ich jetzt so vom Cover irgendwie her schließen. Vielleicht, wenn ihr das Spiel besser kennt als ich habe das auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Keine Ahnung. Aber hey, wie gesagt, wenn ihr wisst, ob das Spiel gut ist oder nicht, dann ab in die Kommentare damit. Und ja, ich bin mit der Ausbeute dieses Mal wieder ganz zufrieden. Anscheinend machen sie es schon mal so, dass da, also ich habe ja normalerweise ausgewählt Super Nintendo, Game Boy und Game Gear. Vielleicht hatten sie jetzt kein Game Gear Spiel und haben das stattdessen ein Super Nintendo Spiel geschickt. Kann ja sein, weil Game Gear ja auch nicht so super verbreitet ist. Keine Ahnung, ich habe auch schon mal einen Kommentar gelesen, dass auch ein System, was er sich ausgewählt hatte, nicht bekommen hatte und dafür halt eins doppelt. Ob das jetzt irgendwie Absicht ist oder sich nur vertan haben, kann ich jetzt so nicht sagen. Wäre vielleicht meine Frage für die nächste Runde. Bin aber ganz zufrieden mit der Ausbeute. Wie gesagt, die Zustände sind wieder tipptopp, kann ich echt nicht meckern. Und dann vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.